Was eine Katastrophe im letzten Part. Ich wusste ja, dass Neigungsspiele so, ne, eine kleine Katastrophe werden in diesem Let's Play. Aber dass es so schlimm wird, hätte ich nicht gedacht. Also, boah, das war ja abartig. Aber naja, egal. Wir haben zumindest im letzten Mal die ganze Galaxie hier geklärt, dann noch eine Gomeluma-Galaxie gemacht. Nun haben wir 10 Sterne. Wir brauchen für den Boss der finalen Welt 8 Sterne. Heißt, wir können nun endlich Bowser Juniors Robo-Fab. Hallo? Achso, oh! Wie nice! Man kann das drehen, die... Das habe ich nicht gewusst. Aber es ist Zeit für Bowser Juniors Robo-Fabrik. Also würde ich mal sagen, let's go! Und besiegen wir mal kurz diesen fetten Roboter, der da schon abgebildet war. Mal schauen, wie es wird. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, jo, Neigenspiele werden diesen Display definitiv sehr amüsant. Und ja, what the fuck? Da ist ja nicht ein fetten Roboter. Also wirklich, wow. Einfach nur wow. Der dreibeinige Riese. Ich merk's. Okay. Und was müssen wir hier tun? Wir haben hier Goombas. Okay, die Goombas, die können wir wie immer ganz normal wegkicken. Geht es nicht? Nein? Müssen wir die... Wir müssen die echt durch... Lol. Wir müssen die anscheinend wirklich durch... Ne, durch den Kopf funkeln. Okay, interessant. Aber wie kriege ich die Dinger auf? Wahrscheinlich über den Kugelwilli. Deswegen habe ich gesagt, Kugelwilli, komm mal mit. Weil die sind ja hier alle, sag's mir doch, verfolgen ja einen. Deswegen hätte ich mal gesagt, gehen wir hier durch, gehen dann hier auf die andere Seite, holen wir uns den, gehen in den Stern rein und let's fucking go zu Bowser Jr. Und die Sterne sind auch, und natürlich die Inszenierung, diese Fluganimationen immer, das finde ich mehr sehr, sehr episch gemacht. Sehr, sehr episch. Und da haben wir Bowser Jr. Ha! Ja, what's up, Loser? Und du bist echt weit gekommen dafür, dass du da uns so verkackst. Aber für einen wie dich brauche ich nicht mal meine Hilfe meines Vaters. Los, Megabein, zeig ihm die Macht des großen Powersterns. Okay. Und anscheinend dann immer die finalen Bosse den großen Powerstern. Ja, what the fuck? WTF. Das ist also Megabein. Das Ding ist ja wirklich gigantisch. WTF. Aber warte, wir müssen jetzt erstmal hier ihm mitgehen. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, wir müssen hier nämlich hier oben drauf. Das heißt, Jump. Oh nein! Oh! Okay, warte. Lass ihn wieder runtergehen. Genau. Und jetzt auf ihn drauf. Genau. Und nun müssen wir quasi von ihm hinkommen. Nein! Nein! Oh mein Gott! Warte, könnt ihr doch mal schießen? Oh mein... Ja. Oh, verfolgt ihr mich? Ja, da kommt er. Ich wollte einen Weitsprung! Als ob ich jetzt hier gestorben bin. Als ob ich jetzt wirklich, literally, wegen sowas hier gestorben bin. Ich wollte einen Long Jump. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da war das knapp. Und als ob der... Junge. Ich sag dir, die Steuerung wird mir noch ein paar Schwierigkeiten bereiten in diesem Let's Play, ne? Das war einer davon. Aber komm, Schnuckewilli, komm nochmal her. Alter, aber als ob ich deswegen gestorben bin, Mann. Warum? Das war so unnötig. Jetzt habe ich schon 3 Tote. Mann. Sagen wir mal 3 in Klammern. Also 2 auf jeden Fall, aber 3 in Klammern. Weil, wie gesagt, den einen Tod da im letzten Part lasse ich ja euch entscheiden. Ich nehme das gerade alles nämlich in einer Row auf, deswegen weiß ich es gerade nicht, wie ihr für euch da quasi entscheidet, wie ihr euch votet, weiß ich nicht. Müsst ihr auf jeden Fall entscheiden. Aber wie gesagt, ich würde ihn persönlich jetzt einfach 10, deswegen 3. Und den Dialog hatten wir jetzt gerade, als ob man den nicht überspringen kann. Was soll die Kacke? Lass mich einfach dieses Vieh jetzt töten, ne? Aber trotz alledem, what the fuck? Wirklich, literally, what the fuck? Warum hat Mario keinen Longjump gemacht? Ich bin gelaufen und er macht einfach einen Rückwärtssalto. Ja, dann stirb einfach, Mario. Weißt du was? Dann fuck einfach. Ist mir recht. Ist mir recht. Ich kann damit leben. Aber dann killen wir ihn einfach jetzt nochmal oder hoffen wir ihn einfach zu killen. Deswegen, come on. Gib mir einen Schnuckewilli. So, der hat mich getrackt. So, das Bein geht jetzt runter. Ja, gut, ne? So viel dazu. Ja, okay, dann nehmen wir einfach die Kugelwillis, die da oben sind. Alles meine ich mit der Galaxy-Steuerung. Also manchmal, ne? Der eine müsste es doch leben, genau. Deine lebt noch. Und nun lass mich hier bitte...
Ich dachte, der lebt noch. Aber er ist gerade instant einfach gestorben. Super. Warte, komm mit. Komm mit. Weil wir werden die werden hier nicht umsonst kommen. So, da kommt einer. Eins auf jetzt. Come on, dude. Alter! Mir ist ganz so blöd, die Schnuckelwillis mir mitzunehmen. Come on, come on, come on. Alter. Warte, wir gehen hier vorne hin. So. Warten wir hier. So. Alles klar. Jetzt gehen wir hier drüber. Nicht schon wieder! Mario! Alter. Ich schau mal kurz da oben drauf, ob da vielleicht auch noch ein Kugelwillis sind. Ah, tatsächlich. Alles klar. Gut. Dann hätte ich gesagt, wie machen wir das? Müssen wir ihn einfach... Oh, wir müssen erstmal den Käfig aufspringen. Alles klar. Okay, und jetzt haben wir quasi die Gelegenheit, sag's mir doch. So, warte. Warte. Irgendeiner müsste mich tracken. Genau. Oh. Oh, man kann die kaputt machen damit. Alles klar. Kugelwillis, kommt mal her. Kommt mal her. Kommt mal her. Ihr wollt mich doch alle eh haben. Genau. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Oh, man kann sogar die Kanonen damit kaputt machen. Sehr nice. Sehr nice zu wissen. Alles klar. Kommt. Na kommt. Na kommt. Wir haben hier einiges zu tun, man. Und einmal Jump! Und aua. Das war jetzt nicht so klug. Aber ja, egal. Diesen einen Hit, den kann ich tatsächlich wegtanken. Dagegen sage ich jetzt persönlich nicht so etwas. Deswegen, komm da rein, geh da rein und hit ihn. Oh, warte, was? Was? Ein Hit? What? Ich sag einfach nicht dazu. Als ob der einfach nach einem Hit schon gestorben. Der Tod war dann auch mal unnötiger als davor. Ist überhaupt schon mal jemand bei dem Boss gestorben? Alter, ich geh mich vergraben. I can't believe it, wir sind einfach gestorben. God dang, genau, komm, großer Stern, geh rein. Lass die Sphäre tatsächlich wachsen. Und nun müsste vielleicht irgendwas freigeschaltet werden? Ja, ein neuer Abteil. Nämlich das Badezimmer? Würde ich mal behaupten, sieht zumindest aus nach dem Badezimmer. Hier, wir haben den Stern erhalten, 11 Stück, Galaxie komplett. Bapu. Sterni, siehst du das, tralala, neue Galaxien entdeckt. Nice. Ja, es ist das Badezimmer. Alles klar, boah, als ob ich da gestorben bin. What the fuck? Oh Mann. Lass euch mal Gigafeld. Das ist unser Kraftfeld. Es zeigt die Kraft der Sternenwarte an. Wenn du große Sterne zurückbringst, kehrt die Sternenkraft zurück und das Kraftfeld wird größer. Oh, okay, das ist gut zu wissen. Die Sternenwarte des Kometen kann mit dieser Kraft durch das Universum fliegen. Ah, gut zu wissen. Das hast du aber schon mal gesagt, Rosalina. Wenn die ganze Kraft zurückgelangt ist, können wir bis zum Zentrum des Universums reisen. Das ist der von hier aus entfernteste Ort im Universum. Gut, dann wird sich dort wahrscheinlich auch Pause aufhalten, würde ich mal behaupten. Ah! Neue Kuppel wurde aktiviert. Yep, nämlich das Badezimmer, würde ich mal sagen, gehen wir definitiv dorthin und schauen uns so dann mal dort um. Und wir nennen die wieder befreite Kuppel unser Badezimmer. Die Karte, die dorthin gezeigt habe, zeigt nicht nur die Kuppeln, sondern auch die entdeckten Galaxien und verschiedene Infos. Wenn du vergisst, wo sich eine Kuppel findet, komm und frag mich. Alles klar, dann findet man sich hier wenigstens mit ihm hier ein kleines wenig zurecht. Er ist, denke ich mal, so die rechte Hand von Rosalina. Wirkt er zumindest auf mich, weil er da bei Rosalinas Seite ist. Und hier haben wir auch nochmal eine dicke, fette Karte von allem. Aber bis jetzt würde ich mal sagen, gehen wir kurz nochmal in die Terrasse. Weil da möchte ich mal kurz schauen, ob wir die Sterne auf der Terrasse wirklich soweit aktuell haben oder nicht. Weil wir haben ja zwei Galaxien noch nicht komplett. Deswegen, das interessiert mich nämlich gerade. Ob die jetzt zwei Sterne noch sind, aber es sieht mir nicht danach aus. Nein. Das heißt, wir können hier aktuell nichts anfangen. Bedeutet, wir gehen wirklich ab ins Badezimmer, ins neue Gebiet. Und allgemein muss ich sagen, yo, diese Idee, dass man quasi so die Terrasse hat, dann hier jetzt das Badezimmer, so die Sternwarte zu gestalten, quasi wie ein Haus, das finde ich mega sick. Muss ich wirklich sagen, ich finde das nice. Ich finde das wirklich nice. Ehrlich mal gesagt, gehen wir dort rein und schauen uns jetzt mal in Badezimmer, wie es dort drin ein bisschen aussieht. Oh. Sieht schon idyllisch aus. Sieht schon nice aus. Dann hätte ich mal gesagt, gehen wir hoch und schauen uns mal an, was für Galaxien wir jetzt hier dieses Mal haben. Wir haben hier einmal die 9-Sterne-Galaxie, die wir freischalten können. Brauchen wir mindestens 9.
Dann haben wir hier diese Galaxie noch. Hat die nur einen Stern? Ja, Testball. Oh Gott. Ich würde mal sagen, gehen wir zu Testball. Ich kann mir nichts darunter vorstellen, aber weil das nur ein Stern hat, denke ich mir immer so, könnte schnell gehen. Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird. Mal schauen. Testball, wundersame Reise des Sternenballs. Let's fucking go. Aber was ist Testball? Das ist Testball. Oh. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine der Sachen, wenn ich die sehe, dann müsste ich eigentlich eher an Galaxy 2 denken. Aber anscheinend ist es aus Galaxy 1. Oder ist es aus beidem. Kann auch sein, dass auch in Galaxy 2 wieder vorkam. Aber auf jeden Fall muss ich da eher an Galaxy 2 denken. Hey, hey! Wenn du auf den Sternenball steigst, wirst du... Hörst du gut, was Schildhilfe dir zu sagen hat. Also, spring auf den Sternenball. Spring auf den Sternenball. Okay. Spring auf den Sternenball. So. Okay, gut. Du bist darauf... Nein. Nein! Nein! Oh Gott, wieder neu im Spiel. No! Gib mir kurz eine Sekunde. Oh mein Gott, als ob wir das jetzt machen. Wir springen mit A. Springst du? Ja, bla bla bla. Okay, probieren wir es zum Ziel zu rollen. Oh Gott, okay. Okay, das wird jetzt richtig weird, glaub mir. Okay, ich habe eigentlich gehofft, dass es nicht so schlimm wird. Aber ich habe mich ja so geirrt. Ich habe so gehofft, dass es einfach was Leichtes ist. Aber nein, es ist ein Neigungsspiel. Es ist ein Neigungsspiel, I can't believe it. Und, oh, Alter, Mario abgeht, yo, what the fuck. Okay, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, so. Zack. Nicht runterfallen. Oh Gott. Oh, oh mein Gott. Sorry, wenn ich bin hier gerade übelst angespannt. Wisst ihr was? Was ist ein Todessteuer? Was wirklich das, der Tod für mich persönlich hier ist gerade? Nämlich Neigung, Spiel und Goombas. Ein größeres Overkill-Ding gibt es für mich gar nicht. Warte, springen wir einfach. Machen wir die platt. So, nimm Anlauf. Gehen vor. Und ja. Okay, 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 okay. Und hoch. Come on. Hab ich geschafft. Bitte sag ja. Bitte sag ja. Ja. Ich hasse Neigungsspiele. Ich habe mal kurz eine Frage. Gibt es die Spiele nochmal? Gibt es doch mehr Neigungsspiele als das? Oder waren es wirklich die einzigen zwei? Bitte sag mir, es waren die einzigen zwei. Bitte. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe das zwar gerade fast tried, aber trotzdem, die Neigungsspiele machen mich psychisch fertig, ey. Oh mein Gott. Hast du das auch einfach gespielt? Das wird hässlich. Das wird sowas von hässlich. Oh mein Goodness. Aber komm, test mal nämlich an. Galaxy komplett. Wir müssen es nicht mehr machen. Dann stelle ich mal kurz die Steuerung um und wir sehen uns dann gleich wieder. Dann werde ich mal gesagt, speichern wir noch schnell ab. Bam. Aber wie gesagt, dass ich die Steuerung immer umstellen muss. Ist zwar ein bisschen kacke, wenn ich ehrlich bin, aber anders kann ich es leider nicht machen. Anders geht's nicht. Ist zwar blöd, aber naja, müssen wir, denke ich mal, alle miteinander durch. Und das können wir jetzt deswegen auch gleich freischalten. Hätte ich mal gesagt, machen wir das mal. Dann haben wir hier eine Kampffelsengalaxie. Also ich würde sagen, gehen wir erst aus der Sternenstaubgalaxie, schauen uns dort um, holen noch einen Stern. Ich glaube, einen Stern können wir noch packen. Ein Boss, zwei Sterne. Ist, denke ich mal, eine ganz gute Quote, hätte ich mal so behauptet. Und dann werden wir mal loslegen mit Stern Nummer 1, der Sternenstaubgalaxie. Der Sternregenfahrt. Let's fucking do this. Aber wie gesagt, bitte... Ich hoffe, dass nicht mehr so viele Neigungsspiele kommen. Oh mein Gott. Jetzt kommt das, was ich befürchtet habe, ganz am Anfang des Let's Plays. Nämlich die Kreissterne. Die gottverdammten Kreissterne. Ich will mal das hinten abschießen, weil ich mal schauen möchte, was das da hinten bringt. Wenn ich das, oh, ich habe keine Sternteile. Okay. Ja, okay. Was jetzt? Ah, okay, okay. Auf jeden Fall, ich habe schon befürchtet, dass wir irgendwann so ein Kreissterne-Spiel haben werden. Deswegen hoffe ich einfach mal... Oh Gott. Oh no. Oh, Alter. So. So. Weil ich weiß, es gab vielleicht nicht ewig und irgendwann werden wir ins Ende der Galaxie
in die Galaxie befördert. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir das so gut wie möglich hinbekommen, okay? Ich konnte, wisst ihr, eigentlich ist ein Let's Play dafür gedacht, dass man sich einigermaßen so ein bisschen Spaß haben kann, sich nicht zu stark konzentriert, natürlich durch das ganze Commentary, geht ein bisschen Konzentration und so verloren und halt einfach, ja, euch was Gutes bieten kann. Hier bei mir in Galaxy ist es hingegen. Du kannst nicht so krass kommentieren, ich muss mich mehr konzentrieren, dass ich am Leben bleibe und nicht runterfall wegen aufgrund der Steuerung, statt irgendwie hier nochmal durchzukommen. Also, das kannst du nicht ausdenken. Das kannst du echt nicht ausdenken. Was für ein Druck ich eigentlich hier dauerhaft in Galaxy habe. Dauerhaft. Das ist grausam. Das ist fast wie nach November, Alter. Für jede 20 Minuten. Also, es ist... Ach, ich mag's überhaupt nicht. Aber naja, was soll's. Und, oh nein, das haben wir wieder das. Okay. Nun haben wir hier planetenweise diese Dinger. Okay. Ist aber auch interessant. Also... An sich habe ich ja mal auch erwähnt, dass die Musik gerade richtig entspannt ist. Oh mein Gott, es ist so idyllisch. Für mich persönlich ja gerade einfach, ne? Wow, und oh nein. Ich hoffe aber, dass wir das so gut wie möglich hinbekommen. Ja, das sieht gerade ganz gut aus. Haus! Okay, okay, okay. Dann dort hoch. Dort rüber. Da drüber und loslassen. Okay. Okay. Warte mal, ist auf der anderen Seite irgendwas versteckt? Oh, oh ja. Hier ist tatsächlich was versteckt. Weil dann machen wir die mal hier alle down. Und aua. Und warte, auf dich springe ich drauf. Ich möchte gerne eine Münze haben. Warte, kannst du mal kurz mir eine Vorlage geben, bitte? So, please, so auf Ehrenbasis, Bruder. Come on. Do it. Und, oh mein Gott. Okay, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Alter, als ob. Junge, ich bin gerade so verunsichert. Ich bin gerade so verunsichert. Warte, ich spiel safe, ich spiel safe. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Geh weg. So, okay. Da hoch. In Ordnung. Und hier haben wir Toads. Und oh mein Gott, eine Münze. Ja, gib mir bitte die Münze. Ja, danke. Okay, hier haben wir noch einen Toad, hier haben wir noch einen Toad. Und hier haben wir einen Goomba noch. Und tatsächlich bringt das was, wenn wir die Toad. Captain Toad? What? Aber Goomba, dich nehme ich lieben gerne mit. What the fuck? Captain Toad? What? Was machst du hier? Da, 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 da! Mario! Der Toad sucht, ob ein Tier zu Hilfe. Wir haben meine abgekürzten Powerscheine entdeckt. Also verwende den Sternring hier oben auf dem Pilzschiff. Dankeschön, aber. Das kam unerwartet. Und, oh! Ja, das kenne ich tatsächlich. Das habe ich schon oft gesehen, wenn jemand Gaze gespielt hat. Weil, wie gesagt, ich kenne ja ein paar Sachen. Die Wege legen sich ja hier jetzt quasi so zusammen. Ja, genau. Wir müssen jetzt quasi die Silbersterne sammeln. Alles klar. Okay, dann würde ich mal sagen, springen wir wieder zurück. Und wir müssen uns halt merken, wo der Weg schon war. Und wir gehen halt ein bisschen vorsichtiger hier Schritt für Schritt entlang. Bevor wir halt runterfallen, ne? So. Hier haben wir schon mal zwei Silbersterne. Dann müssen wir jetzt geradeaus weiter. So, da ist der Weg. Boom. In Ordnung. Dann da entlang. Dann hier entlang. Dann dort entlang. So. Jumpen wir das. Dann gehen wir hier entlang. Da haben wir auch wieder einen. Ich muss ja gerade wirklich aufpassen und jeden Schritt quasi hier gefühlt planen. Weil, wie gesagt, ich bin mit der Gaze-Steuerung bin ich leider nicht so ein Freund. Deswegen, ich bin jemand, ich rutsche das sehr, sehr schnell ab. Ich weiß aber auch nicht warum. Es ist cursed. Oh mein Gott, da haben wir es schon fast gehabt. So. Und eigentlich müsste sich ja genau die Plattform jetzt hier bilden. Und oh mein Gott, das war schon fast zu weit. So, und schauen wir hier rüber und haben wir es. Gut. Und wo spawnt es der Powerstelle? Spawnt es wieder ganz am Anfang? Bitte nicht. Oh no. Er spawnt ganz am Anfang natürlich. Alles klar. Dann hätte ich mal gesagt, gehen wir da halt hin zurück. So, und jetzt langsam, weil jetzt sehen wir nicht den Weg, wie er sich vor uns auftut, sondern er kommt erst relativ spät. Das heißt, ein falscher Schritt ein bisschen tot. Alles klar. Und ich würde ganz ungern jetzt ehrlich gesagt sterben. Deswegen gehe ich hier Schritt für Schritt ganz langsam und vorsichtig. Ja, und gib mir den Stern, bitte, danke. Gut. Haben wir den Stern auch noch geschafft in diesem Part. Da hätte ich aber auch an der Stelle gesagt, beenden wir diesen auch. Er geht schon lang genug. Wir haben jetzt 20 Minuten wieder. Ich möchte die Parts relativ kurz halten, damit halt, ja, nicht zu viel auf einmal da ist. Ist, denke ich mal, ganz nachvollziehbar. Weil ich weiß, heutzutage sind längere Parts nicht mehr gerne gesehen. Deswegen halte ich sie immer schon kurz, ein bisschen... Ja, was Kleines halt für den Tag immer, weil, wenn etwas stimmt,
was tatsächlich wahr ist. Die Welt geht immer schneller. Die Leute wollen keine langen Videos mehr. Deswegen, ich halte es so kurz, wie es geht für ein Let's Play. Nimm mir die ganzen Sachen hier noch mit. Easy going. Und will Rosalina wieder mit uns reden? Tatsächlich. Die Chaoten des Weltraums, die Schabernack-Kometen sind aufgetaucht. Oh, was? Was sind aber Schabernack-Kometen? Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien in gänzlich andere Welten. Wenn du mehr wissen möchtest über die Schabernack-Kometen, frag den Luma da drüben. Junge, was sieht der aus? Das sieht ja aus wie so ein Gummeluma auf Crack, WTF. Der arme Gummeluma. Er kennt sich mit den Kometen gut aus. Alles klar, danke. Aber ehrlich gesagt, machen wir hier jetzt einen Schluss. Wenn ihr gestern gerne ein Like und einen Kommentar, falls ihr mir was sagen möchtet, am meisten bitte sagt mir, es gibt nicht noch mehr Lego-Spiele. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und Super Mario Galaxy. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage an der Stelle, bis dann. Ciao.